Morgen Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog von mir. Heute ist Montag und es war mal wieder eine von diesen schlechten Sonntag auf Montag Nächten bei mir. Also ich konnte erstmal aus welchem Grund auch immer schon wieder bis um 3.30 Uhr oder sogar um 4 Uhr, ich musste gleich mal in diese Schlafstatistik gucken, nicht einschlafen. Okay, meine Schlafstatistik, also von der Apple Watch, zeigt sogar 5,5 Stunden an, aber das kann eigentlich nicht stimmen, weil ich definitiv alleine bis... Ja, ungefähr bis zu dieser Wachphase habe ich 100% nicht geschlafen, weil ich war sogar dann nochmal auf und habe ein Video geschnitten, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, mich rumzuwälzen. Und das Ding ist, ich habe mir halt nicht mal einen Wecker gestellt, weil ich dachte, okay, dann kannst du wenigstens ausschlafen und wenigstens so ein bisschen Schlaf nochmal nachholen. Aber man hatte sich heute auch keinen Wecker gestellt, da dachte ich mir, ah ja, passt, das ist ja richtig gut. Und dann bin ich einfach trotzdem kurz vor um 8 wach geworden, weil meine Apple Watch höchstpersönlich angefangen hat zu vibrieren. Also das war halt dieser Aktivitätsreminder hier, es ist Zeit aufzustehen, falls ihr auch eine Apple Watch habt, wisst ihr, was ich meine. Und ich dachte mir so, ich meine, ich habe das ja wirklich so eingestellt, dass halt meine Schlafenszeit eigentlich bis 7.30 Uhr ist und dass halt dann irgendwann dieser Reminder kommt, ist eigentlich klar. Aber die Apple Watch kann ja auch messen, wenn ich schlafe, so. That's literally her job. Und ich denke mir so, wenn du siehst, dass ich noch schlafe, warum vibrierst du denn dann? Mach doch nicht den... Ja, und dann bin ich halt auf jeden Fall davon aufgewacht und war dann aber irgendwie auch so putzmunter und konnte dann nicht mehr einschlafen. Ich sehe gerade, ich muss erstmal noch unsere Küchenuhr umstellen. Die ist immer noch auf der Winterzeit und gestern war ja Zeitumstellung. Ich denke, dass das auch reingespielt haben wird. Ihr könnt ja super gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Zeitumstellung immer noch merkt. Also ich finde, als Kind hat man das richtig krass mitbekommen, aber auch als erwachsene Person habe ich jetzt immer noch Probleme damit. Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ich merke das einfach so krass, weil ich irgendwie so eine krasse innere Uhr und Routine habe. Für mich ist es auch richtig schlimm, wenn man alleine irgendwie schon so 3 Stunden Zeitverschiebung aus dem Urlaub hatte. Also hatten wir jetzt auch vor kurzem. Da kommt irgendwie mein Biorhythmus nicht so gut damit klar. So, wie spät ist es denn jetzt? 8.47 Uhr. Heute steht einiges an, deswegen ist es auch eigentlich ganz gut, dass ich jetzt nicht bis um 10 oder so geschlafen habe, sondern wirklich auch um 8 schon wach geworden bin, wach gemacht worden bin. Also erstmal möchte ich natürlich ein bisschen mit Uni weitermachen. Also da bin ich ja gerade bei meinem Modul Agiles Projektmanagement, das erkläre ich euch dann gleich. Dann wollen wir heute auf jeden Fall auch nochmal einkaufen gehen. Wir waren einfach gefühlt ewig nicht mehr richtig einkaufen. Ich war jetzt zwischendurch immer nur so häppchenweise nochmal einkaufen, aber es filtert eigentlich irgendwie gerade an allem im Kühlschrank. Und ich muss dann auch nochmal zu meiner Internistin gehen und mir ein neues Rezept für meine Schilddrüsenhormone holen. Und wenn ich einmal dabei bin, kann ich auch gleich nochmal zu H&M gehen. Da muss ich nämlich 2 Teile zurückbringen, die ich letztens gekauft habe und die mir nicht passen. Also ich habe die halt auf gut Glück gekauft, ohne die anzuprobieren. Ja. Sie passen halt leider nicht. Es handelt sich einmal um diese Slacks. Also Slacks sind hier Anzughosen. Ich finde die echt richtig schön, aber leider passt die mir nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich gedacht habe, dass mir 36 untenrum passt. Also eigentlich tut es das schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Und dann habe ich hier einmal dieses Hemd. Das ist so sehr oversized. Also die Farbe ist echt wunderschön, aber es ist mir einfach zu plustrig. Also es ist einfach so groß. Ich gehe da drin richtig unter und deswegen wird es leider zurückgehen. H&M hat bei uns aber erst 10 Uhr geöffnet und es ist jetzt 9.15 Uhr. Das heißt, ich werde jetzt erstmal kurz was anderes machen. Ich habe nämlich gesehen, hier ist gerade eine kleine Aufgabe für mich reingekommen. Und zwar muss ich nochmal die Musik von einem Promo-Reel ändern, also was ich halt für eine Marke gemacht habe, weil ich halt einfach so einen normalen Sound von Instagram benutzt habe und ich glaube, dass das nicht so rechtens ist, wenn man quasi ein Reel für kommerzielle Zwecke macht, was das ja dann ist, dass man quasi so ein normales Lied verwendet, sondern da muss ich halt so ein lizenzfreies Lied mir jetzt erstmal aus der Facebook-Library raussuchen, die erfahrungsgemäß zwar leider nicht so cool sind, aber nützt ja nichts. Und da muss ich das Reel kurz neu schneiden, dann nochmal einsenden und halt gucken, ob das, also die müssen halt gucken, ob denen das dann so auch passt. Und dann kann das heute online gehen. Also der Termin ist nämlich auch heute der Upload-Termin, deswegen hat das jetzt erstmal Priorität. Oh mein Gott, ich habe jetzt wirklich innerhalb kürzester Zeit, also wahrscheinlich 5 Minuten oder so, ein Lied gefunden, was zum Beat passt, was richtig geil klingt. Also ich finde, das klingt tatsächlich ein bisschen wie Melanie Martinez, ist aber halt ein GEMA-freies Lied. Und was sogar vom Text her zu dieser Kampagnen-Message richtig gut passt. Also wenn das nichts ist, mega. So, das ist erledigt und jetzt nehme ich noch kurz meinen Laptop mit auf die Couch
und schreibe hier noch ein kleines bisschen an meiner Arbeit weiter in Agilis Projektmanagement. Also da schreibe ich ja so einen Projektbericht. Es ist an sich sowas Ähnliches wie eine Hausarbeit oder eine Fallstudie, besser gesagt. Allerdings hat man da irgendwie so eine Art Praxisteil, den man aber irgendwie trotzdem nicht praxismäßig umsetzen muss. Also eigentlich ist es schon wie eine Fallstudie oder eine Hausarbeit. Genau, da habe ich jetzt letzte Woche schon die Einleitung fertig geschrieben und jetzt fehlen mir noch die Begriffsdefinitionen erstmal, bevor es dann richtig mit dem Hauptteil losgeht. Und da das ja meistens relativ schnell geht, weil man ja ehrlich gesagt da eigentlich immer nur aus verschiedenen anderen Definitionen so seine eigene Definition zusammenbastelt, mache ich das jetzt noch. Das war gerade ein bisschen peinlich. Ich war beim H&M und wollte halt diese Hose umtauschen. Und ich so ganz selbstbewusst, ja, hier, ich würde gerne diese Hose umtauschen. Hier ist der Kassenzettel dazu. Und ich hatte ja vorher die Thyroxin-Tabletten, also die Schilddrüsen-Tabletten, aus der Apotheke geholt und habe halt aus Versehen den Kassenzettel davon mit hingelegt. Und sie so, das ist aber nicht der Kassenzettel von uns. Und dann habe ich so in meiner Tasche gewühlt, okay, nee, dann muss es ja der hier sein. Und aus irgendeinem Grund hatte ich halt noch einen Rossmann-Kassenzettel auch in dieser Tasche. Ja, der war es dann halt auch nicht. Und ich dann so, ja, okay, dritter Versuch. Und ja, habe dann beim dritten Anlauf den richtigen Kassenzettel hingelegt. Aber es hat alles gut funktioniert. Und ich werde jetzt gleich mal diese Hose anprobieren und gucken, ob die mir jetzt passt. Aber müsste eigentlich. Ja, Mensch, Leute, passt wie angegossen, würde ich sagen, oder? Also sieht auf jeden Fall richtig schön aus und schmeichelt der Figur. Ich habe die Hose mir in erster Linie übrigens für ein Influencer-Event gekauft, was ich nächsten Sonntag in Hamburg tatsächlich habe mit einigen anderen Creatoren, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Dazu später dann aber mehr auf Instagram und vielleicht drehe ich ja auch noch einen Vlog davon. Und da gibt es auf jeden Fall einen Dresscode, der lautet Pastel Chic. Deswegen habe ich mir hier auch noch so einen Blazer geholt in Pastellblau. Also ich hoffe, das gilt noch als Pastell, aber ich denke mal schon. Den muss ich dann noch bügeln und dann wird das ein richtig cutes Outfit. So, wir waren jetzt gerade einkaufen und ich habe euch das mal wieder hier so schön hindrapiert. Das habe ich echt länger nicht mehr so gemacht, damit ihr mal seht, was wir immer so kaufen. Aber ich habe es jetzt wieder übrigens so gemacht, dass ich von einigen Sachen immer nur ein Exemplar hingestellt habe. Also zum Beispiel hier gerade von Milchreis High Protein Mousse au Chocolat und High Protein Grießpudding haben wir definitiv mehr geholt, weil ich die einfach total liebe in letzter Zeit. Genauso wie von Ski und Kefir. Die gibt es ja bei uns auch immer en masse. Und ja, ansonsten seht ihr ja selber, was wir gekauft haben. Also halt hier so ein bisschen was Gemüsiges, Eisbergsalat, Kulturheidelbeeren, also die tiefgekühlte, weil ich mal wieder meinen Cheesecake machen möchte mit den Heidelbeeren. Dann verschiedenen Frischkäse und Stremelachs, beste Kombi sowieso. Ja, Obst, ein Avocado, Knoblauch ist leer gegangen, Zwiebeln sind auch alle. Dann Lauchzwiebeln brauchen wir eigentlich auch immer. Robin holt dann auch immer frisches Fleisch vom Metzger. Also das ist jetzt einmal Leberwurst, einmal Hack und einmal Entrecôte, glaube ich. Genau, dann haben wir hier Weintrauben, auch nochmal frische Brötchen, Burger Buns für unsere Eiburger und dann auch noch so ein paar Basics, also Toast, Gnocchi für meine Gnocchi-Pfanne, dann Müsli, wir holen immer dieses Triple Chocolate Knusper-Müsli, das ist richtig geil. Haferflocken sind mir auch leer gegangen und ja, ich glaube den Rest seht ihr soweit selber. Dann war ich im Fitnessstudio und habe Oberkörper trainiert. Und mein Oberkörpertraining startet immer mit 5 bis 10 Minuten auf dem Ruderergometer. Und da rudere ich einfach ungefähr so schnell, wie ich kann. Also so, dass ich halt auch die 5 bis 10 Minuten durchhalte. Einfach als kleines Warm-up. Und dann geht es auch schon los mit der ersten Übung. Und zwar ist das die Dipmaschine. Man kann natürlich auch freie Dips machen, aber ich finde es an der Dipmaschine ganz cool, dass man eben Gewicht einstellen kann und auch zum Beispiel Dropsätze machen kann. Also dann, wenn man mit einem Gewicht nicht mehr kann, einfach das Gewicht so niedriger einstellen kann. Ich mache übrigens von jeder Übung 4 Sätze und 8 bis 12 Wiederholungen, also entweder 8 bis 10 oder 10 bis 12, je nachdem wie schwer oder leicht die Übung für mich ist. Dann geht es weiter mit Latzügen und ich mache Latzüge immer entweder mit diesem breiten Griff oder mit diesem engen Griff, den man eigentlich für horizontales Rudern verwendet. Ich nehme euch übrigens auf Instagram richtig oft in meinem Training mit, also falls ihr zum Beispiel auch mal mein Beintraining sehen wollt, dann schaut super gerne mal auf Instagram in meiner Story vorbei, beziehungsweise auch im Highlight. Und dann geht es auch schon weiter mit der nächsten
Druckübungen. Also ich mache immer 2 Übungen für die Druckkette, also Push-Übungen, und 2 Übungen für die Zugkette, also Pull-Übungen. Das mache ich an einem Tag. Also ich splitte nicht Push und Pull auf, das machen ja sonst ganz viele. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier Overhead Press an dieser Maschine gemacht. Ich mag ehrlich gesagt die Maschine nicht so gerne, mache das lieber an der Multipresse oder an einer anderen Maschine. Genau, und die letzte Übung war dann horizontales Rudern tatsächlich. Das ist übrigens eine meiner Lieblingsübungen, beziehungsweise trainiere ich generell den Rücken super gerne, weil ich da irgendwie die besten Erfolge sehe. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr am liebsten trainiert, falls ihr ins Fitnessstudio geht. Ich hatte jetzt nach dem Sport erstmal eine kleine Pause gemacht und jetzt wieder losgelegt mit meinem Uni-Stuff. Und zwar habe ich so eine detaillierte Gliederung geschrieben, wie ich jetzt weiter vorgehen möchte. Also die Einleitung ist ja jetzt so gut wie fertig, bis auf den Aufbau der Arbeit. Das mache ich jetzt zum Schluss. Und jetzt habe ich mir quasi aufgeschrieben, wie ich Schritt für Schritt den Hauptteil gestalten möchte. Ich zeige euch das mal allerdings jetzt nicht an der Gliederung für diese Projektarbeit, sondern für eine andere Fallstudie, die ich schon abgegeben habe, weil ich ein bisschen Angst habe, dass mir das vielleicht sonst jemand nachmacht und ich dann irgendwie einen Plagiatsvorwurf kriegen könnte oder so. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktionieren würde, also einfach nur anhand von der gleichen Gliederung einen Plagiatsvorwurf zu bekommen, aber ich bin da immer ein bisschen paranoid und sicher ist sicher, deswegen zeige ich euch, wie gesagt, die andere Gliederung. So sieht es dann bei mir aus, wenn ich für mich diese Gliederung erstelle. Also die kommt dann natürlich nirgendwo mit in die Fallstudie rein, aber einfach so für mich, dass ich mich daran schön langhangeln kann. Also erstmal mache ich es natürlich so, dass ich diese ganz normalen Bestandteile hier mit aufliste, also Deckblatt, Verzeichnisse, Einleitung, Hauptteil, Schluss, und das Ganze gestalte ich auch als Checkliste, sodass ich das dann schön abhaken kann. Und je nachdem, wie weit ich dann bin, schreibe ich dann hier immer noch diese Unterpunkte mit rein, also was ich eben in die Einleitung schreiben möchte und dann, was da alles noch mit zu berücksichtigen ist und so weiter. Ich habe das echt schon 100-mal gesagt, aber ich kann es euch echt nur ans Herz legen, diese ausgefeilten Gliederungen zu schreiben, wenn ihr irgendeine schriftliche Arbeit für die Uni machen müsst. Also sei es jetzt eine Hausarbeit, eine Fallstudie, eine Seminararbeit, whatever. Ich finde, das ist einfach so ein Gamechanger, weil man da einfach viel, viel strukturierter rangeht. Man hat nicht dieses leere Blatt vor sich, man bekommt keine Schreibblockaden mehr, weil man genau weiß, okay, jetzt schreibe ich das und dann möchte ich das dann noch mit reinbringen, weil man sich das hier vorher einfach so überlegt hat. Und ja, ich muss sagen, seitdem ich das so mache mit dieser ausgefeilten Gliederung, macht es mir wirklich auch Spaß, schriftliche Arbeiten für die Uni zu schreiben. Also vorher war das immer so ein, habe ich nie so Bock drauf gehabt Thema, und jetzt mittlerweile finde ich es echt richtig cool. Something on my mind, finally not afraid to say it. I know it took some time, used to read it in a press release what I was going through. But I got stories too. The fear of being last, everybody knows when you don't. If every feeling passed, then why am I still stuck with this one? I should see. Ich bin gerade ins Bad gekommen und hier lag einfach einer von meinen Ohrringen rum. Das heißt, ich habe jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit nur einen Ohrring drin gehabt und vergessen, den zweiten reinzumachen. Also falls ihr euch gerade gewundert habt, ich habe es einfach vergessen, keine Ahnung. Ja, ich mache mich jetzt tatsächlich schon bettfertig, obwohl es erst kurz vor 9 ist. Aber ich bin irgendwie so fertig. Also ich kann mich auch nicht dazu bringen, noch irgendwas Sinnvolles zu machen jetzt heute, außer irgendwie auf TikTok zu hängen. Und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, da kannst du auch gleich schon versuchen, schlafen zu gehen. Ich hoffe, dass ich halt jetzt wirklich auch früher einschlafen kann und dann hoffentlich in der Nacht so ein bisschen Schlaf nachholen kann von gestern und halt auch den letzten Nächten. Also ich habe ehrlich gesagt eigentlich die ganze letzte Woche irgendwie ein bisschen zu wenig geschlafen, ne? Und ja, will ja morgen dann auch wieder fit sein. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass euch dieser Vlog gefallen hat und vielleicht auch ein bisschen motiviert hat, so selber euren Uni-Stuff fertig zu kriegen oder anderen Stuff, den ihr zu tun habt, selbst wenn ihr vielleicht nicht in der absoluten Top-Verfassung seid, also top ausgeschlafen seid und so, weil mir geht es halt auch nicht immer so, dass ich so absolut motiviert und ready bin, aber dann mache ich ja trotzdem mein Zeug, weil es sich ja auch nicht von alleine macht, ne? Genau, ich wünsche euch wie immer noch eine wundervolle Zeit und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.